Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, da sind wir wieder. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Das bedeutet, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann müsst ihr anrufen oder ihr müsst faxen oder ihr solltet mailen. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Bin gespannt auf den ersten Anruf und der erste Anruf kommt von Wolfgang und Wolfgang ist 52 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja. Grüß dich, Domian. Ja, hallo Wolfgang. Um was geht's bei dir? Ja, ich hab mit dem Freund meiner besten Freundin Sex gehabt. Also die beste Freundin ist eine platonische Beziehung? Ja. 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 Die beiden sind schon lange zusammen? Ja. Ja. Wie lange? Also 10 Jahre. Zehn Jahre. Hast du zum ersten Mal Sex mit einem Mann gehabt? Nee. Bist du denn Single? Bist du alleine? Ja. Ja. So, wie ist es dazu gekommen, zu dem Sex zwischen dir und dem Freund deiner besten Freunde? Ja, das hat sich ganz, ich sag mal, ganz dumm ergeben. Wir haben schon öfter zusammen gesessen, zusammen gefeiert. Und beim letzten Mal war es eben so, dass er einfach, da waren noch andere Leute mit dabei, dass er einfach mit mir in die Küche kam. Ich hatte da noch einige Sachen vorzubereiten fürs Abendbrot. Ja. Und hat eben irgendwie, er hat was gemacht, was man... In der Küche? Was hat er gemacht in der Küche? Hat er dir zwischen die Beine gepackt oder was? Ja, so auf die Art. So in der Richtung. Hat er denn bislang auch so eine Affinität zu Männern gehabt oder war das für ihn das erste Mal? Überhaupt nicht. Er ist ein ganz... Stockhetero? Eigentlich. Er ist ein absoluter Frauentyp. Frauentyp, Frauenheld. Ja. Und hat bisher noch keine Erfahrung mit Männern gemacht? Nee. Wie alt ist er? Der ist... Oh, das müsste ich nachrechnen. Also der ja, ungefähr. Ein bisschen älter. Also der müsste so ungefähr 54 sein. Und er hat noch nie was mit Typen vorher gemacht. Ist ein Frauenheld. Und packt ihr, symbolisch gesprochen, da in der Küche zwischen. Ja. War er besoffen oder was war mit dem los? Das ist ja ungewöhnlich. Nee, um die Zeit auf keinen Fall. Das war wirklich so. Und wir sind dann auch wieder drin ins Wohnzimmer. Also wie gesagt, ich habe da erstmal gar nicht draus genommen. Nee, aber du musst doch wahrscheinlich völlig überrascht oder schockiert oder irritiert gewesen sein, oder? Es war mir schon komisch, aber ich dachte, das kann jetzt nicht irgendwie... Also, ich habe das nicht für wahre Münze genommen. Butter bei den Fischen, ich habe das gerade das Beispiel genannt. Was hat er denn nun genau gemacht in der Küche? Ja, er hat mich da so angefasst und ich weiß auch nicht. Also ganz eindeutig? Ja, also im Prinzip war es eindeutig. Ja. War es für dich denn auch eindeutig? Du hast gedacht, ach, der macht jetzt irgendeinen Witz oder sowas? Oder hat er auch in dem Moment als Witz aufgefasst. Hat er dabei auch irgendwas gesagt? Hier, ey, kleiner, süßer, wie wär's mit uns? Nee, gar nicht. Ja, was ist denn mit dem los? Das ist doch ganz ungewöhnlich, ne? Dass man in dem Alter dann noch... Ja, aber das war dann so, dass wir... es war dann so, ich musste noch Getränke holen, ich musste noch in den Keller. Mhm. Und dann, wie gesagt, es waren ja noch mehrere Personen hier, wir waren dann nicht alleine. Ja, wie kam es denn dann dazu, dass ihr irgendwann im Bett gelandet seid? Weil wir erstmal im Keller sind. Ach, er ist auch im Keller? Ja, und wo ich gesagt habe, ich will in den Keller gehen jetzt, ich muss noch Getränke holen, sagt er, naja, ihr kommt ja hier alleine zurecht, hat er zu den anderen gesagt, ich gehe mal mit runter, ich trage mit hoch. Das heißt, ihr hattet Sex im Keller? Ja, und da sind wir in den Keller gegangen und da hat er sich dann, ich will nicht sagen offenbart, aber da war es dann so. Hat er was gesagt auch vorher oder ist er wieder einfach nur rangegangen? Nein, er hat es mir gesagt. Er hätte Lust dazu. Auf Sex, wo seine Freundin, deine beste Freundin und seine Geliebte oben ein Stockwerk höher war Ja. und Gäste da waren. Ja.
Und dann ist es zwischen euch unten zur Sache gegangen. Gefiel der dir auch immer schon oder war das irgendwie kein Thema? Er hat mir schon gefallen, ja. Aber ich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass das sowas passiert. So, jetzt sag mir mal, du sagst, das ist der Freund deiner besten Freundin. Ja. Ist es wirklich die allerbeste Freundin, so deine Lebensbegleiterin, kann man das so sagen? Ja, kann man eigentlich seit den 10 Jahren, kann man das sagen. Ja. Du kennst sie auch so lange ungefähr? Ja. Mhm. Ja. Hattest dann offenbar ja auch ganz viel Kontakt mit den beiden schon, ne? Hast du irgendwann mal was gewittert, dass von seiner Seite aus da so ein Interesse besteht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ja das, was mich eigentlich so schockt, weil ich habe ja immer... Ich meine, sie hatten viel, viel Streit. Ich war oft bei ihnen zu Hause und. Ja gut, das ist ja nur kein Grund, dass er dann plötzlich auf Männer steht. Ne? Nee, aber ich meine bloß so. Und ich habe immer ja zu meiner Freundin gestanden. Mhm. Ja. So, wann ist das passiert? Ungefähr, vor ein paar Wochen oder gestern? Nee, vorige Woche. Vorige Woche. Ja. Weiß deine Freundin das? Nein. Und das ist ja eigentlich mein Problem. Mhm. Ich kann jetzt damit nicht umgehen. Ja. Ist wirklich eine schwierige Situation. Ich muss erstmal auch nicht kritisieren. Ich finde, dass so die Geliebten der besten Freunde, die müssen immer tabu sein. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Und wenn man die noch so toll findet, ne, eigentlich muss der Geliebte deiner besten Freundin, das ist ein Terrain, das darfst du nicht betreten. Finde ich. Ich hätte es auch nie gemacht. So, aber nun ist es passiert. Nun lass uns darüber reden, dass es passiert, nachdem es passiert ist. Hast du mit ihm denn nochmal darüber gesprochen, was das jetzt für eine komische Situation ist? Nee. Wir gehen uns ja aus dem Weg. Mhm. Also ich meine, wir sehen uns und wir grüßen uns auch, aber wir gehen uns aus dem Weg. Ja. Glaubst du, dass das zum ersten Mal ist, dass er überhaupt fremdgegangen ist, egal jetzt mit Männlein oder Weiblein? Oder ist das so einer, der schon doch überall so sein Eisen im Feuer hat? Also soll ich dir mal was sagen, Domian, der arbeitet am Theater. Mhm. Der ist Konzertmeister. Ja. Und ich denke mal... Das heißt, genügend Gelegenheiten hatte. Dass das nicht irgendwie zum ersten Mal war. Ja. So, was macht man aus der Situation? Die ist ja wirklich... Du gefährdest eine Freundschaft, die dir wichtig ist mit der Frau. Ja. Ne? Du bist nicht in den Typ verknallt, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das heißt, du kannst dich am Riemen reißen. Ja. Ne? Ja. Was wäre mit folgendem Vorschlag? Ihr seid zwei wirklich erwachsene Kerle. Du bist 52, er ist 54 oder weiß ich was in der Kante. Dass du ihn anrufst oder dass ihr euch zusammensetzt und sagt, pass auf, das ist jetzt hier passiert. Ist scheiße, dass es gelaufen ist. Da tun wir der so und so, der Freundin, sehr weh mit. Wir beiden Männer legen den dicken Mantel des Schweigens darüber. Das wird nie wieder passieren, aber wir reden auch nicht darüber. Meinst du, das wäre möglich? Aber denkst du nicht, dass man der Freundin was sagen müsste? Also ich habe ihr gegenüber Schuld. Ja, ist mir völlig klar. Das ist jetzt die andere Variante, dass du das nicht kannst und dass du auch so eine Loyalität hast zu deiner Freundin, dass du auch das Gefühl spürst, ich muss der das sagen, dass der fremdgegangen ist. Ja, das ist natürlich die andere Möglichkeit. Das ist die andere Möglichkeit. Wie verhält man sich nur richtig? Das ist ja eigentlich der Grund, warum ich angerufen habe. Ich wollte ja eigentlich von dir einen guten Rat haben. Ja, wir überlegen jetzt gerade, was man tun kann. Ja. Zu welcher Variante würde denn dein Gefühl eher tendieren? Also mein Gefühl tendiert eigentlich dazu, ihr die Wahrheit zu sagen. So, das ist schon die Entscheidung, finde ich. Das zeigt mir, dass du so eine enge Verbindung zu der Frau hast, dass du halt auch nicht mit dieser Lüge, das wäre ja irgendwie eine Lüge, ja. Leben kannst und du auch die Gefahr in Kauf nimmst, dass deren Beziehung irritiert ist und die Gefahr in Kauf nimmst, dass auch eure Vertrauensbasis angerissen ist zwischen dir und deiner Freundin. Aber es ist der ehrliche Weg. Ja, aber der ist mir lieber. Mhm. Dann würde ich dir dazu, Wolfgang, auch ganz klar raten. Ganz klar würde. Wenn das so von deinem Gefühl her so ist, dann mach das. Dann mach es. Was meinst du, wie sie darauf reagiert? Ich denke mal, sie ist eigentlich sehr tolerant. Ich meine, sie hat sich ja auch mir gegenüber, sie wusste von vornherein, dass ich schwul bin. Sie hat sich immer in der Beziehung ganz tolerant verhalten. Mhm.
Und natürlich, ich meine, wenn es nur ihren Freund betrifft. Ja, ich meine, das hier ist ein anderes Bier, ne? Toleranz. Das ist ja ganz was anderes. Aber trotzdem denke ich mal, dass sie vielleicht, ich meine, ich will nicht sagen, zu mir stehen würde. Das wäre ja Quatsch. Ich meine, sie wird wahrscheinlich mehr zu ihrem Freund halten, aber zumindest mich versteht. Ja. Es ist ja auch komisch, was in ihm vorgegangen ist. Der weiß doch, wie eng ihr miteinander seid, und der geht ja auch das hohe Risiko ein, dass du das ihr eben sagst. Ja. Wer dir der Weg, der Liebste, es ihr direkt zu sagen, gar nicht vorher mit ihm darüber zu reden? Ja, eigentlich ja. So, dann mach es. Dann mach es. Keine weitere Diskussion. Ich merke, dass das wirklich deine Sache ist, und ich finde das auch einen guten Weg. Ich finde, dass man das andere auch machen kann, unter gewissen Umständen. Aber wenn deine innere Stimme irgendwie so in die Richtung tendiert, dann mach es, dann ist das der richtige Weg. Dann fühlst du dich auch besser, und da ist jetzt was Schlimmes passiert in der Freundschaft zwischen dir und der Frau, aber du stehst dazu, du sagst nach einer knappen Woche schon die Wahrheit, und vielleicht macht das die Freundschaft noch stabiler, weil du eben auch dazu stehst. Ne? Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja, das Risiko ist natürlich da, dass sie sehr, sehr sauer ist. Und ich wär an ihrer Stelle sauer. Aber ich fände es auch wiederum toll, andererseits, wenn der Mut da ist, bei dem Freund, in deinem Fall jetzt, dann auch den Mund aufzumachen. Wolfgang, mach es. Ich finde es eine gute Entscheidung, mach es. Also rät's mir dazu. Ja, ich rate dir dazu, ganz eindeutig. Und lass es dir eine Lehre sein fürs nächste Mal. Lass dich nicht so schnell anbaggern und rumkriegen. Ja, man muss wahrscheinlich auch in so einer Situation irgendwie ein bisschen Charakter zeigen. Ja, muss man. Auch wenn man scharf ist, aber trotzdem muss man auch dagegen angehen, finde ich. Das ist das Schwierigste überhaupt, ne? Wenn man scharf ist, zu sagen, njet, ich mach's nicht, Schluss. Ja, das stimmt. Alles Gute, Wolfgang. Ich danke dir. Toi, toi, toi. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr mich gerne sprechen wollt, wenn ihr mit mir diskutieren wollt, beraten wollt, streiten wollt, was auch immer. Jasmin ist hier. Jasmin ist 15 erst. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Jasmin. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich bin 15 und bin im 6. Monat schwanger. Oh. Und wohne halt auch derzeit bei meiner Freundin, weil ich so gesehen zu Hause rausgeflogen bin. Weil du schwanger bist? Ja, meine Mutter konnte das halt nicht akzeptieren. Ja. Und mein Vater weiß das halt auch noch nicht, aber da die halt getrennt sind. Ach so. Mhm. Ja. Seit wann bist du weg jetzt von zu Hause? Seit ich im 3. Monat bin ungefähr. So lange schon? Ja. Und kein Kontakt zur Mutter? Nee, die will auch nicht so wirklich viel von mir wissen, seitdem sie das weiß. Mhm. Und mein Freund hat mich danach halt auch verlassen. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht, wie das weitergehen soll, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit bei meiner Freundin wohnen. Ist klar, wo du schon 3 Monate da wohnst. Ja. Ja. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr? Mit ihm zusammen, ja. Habt ihr nicht verhütet, offensichtlich? Nee, haben wir nicht. Warum nicht? Vergessen. Ja. Jasmin. Ja. Ne? Das ist wirklich das A und O, wenn man Sex miteinander hat, auch wenn man ganz jung ist, gerade wenn man ganz jung ist, überhaupt, dass man wirklich verhütet und sich darüber Gedanken macht. Es ist ja mittlerweile bekannt, wie man es macht und wie man verhütet. Ich sage es jetzt nur nochmal auch an die Adresse aller anderen, die vielleicht zuhören und in der gleichen Situation sind. Bei dir ist es ja nun schon passiert. Aber keine Entschuldigung von wegen vergessen, keine Entschuldigung von wegen, es war so schön und dann haben wir es vergessen. Nie eine Entschuldigung, das muss man immer im Kopf haben, an allererster Stelle. Aus Verhütungsgründen und aus Schutzgründen, um sich vor Krankheiten zu schützen. So. Ja. Jetzt bin ich erstmal entsetzt über deine Mama. Was ist denn das für eine Mama? Die lässt dich hängen, du bist 15 Jahre alt, du bist schwanger und die lässt zu, dass du aus dem Haus rausgehst, wo du sie jetzt so dringend brauchtest. Ja, eigentlich hat sich meine Mutter erst verändert, seitdem sich meine Eltern getrennt haben. Ja. Seitdem ist sie halt in dem Sinne nicht mehr interessiert an mir. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch jemanden? Nee, ich bin Einzelkind. Du bist auch noch das einzige Kind? Ja. Und die meldet sich seit 3 Monaten nicht bei dir? Nee. Die will gar nicht wissen, wie es dir geht? Nee, anscheinend nicht. Macht dich das nicht irre traurig? Ja. Ne? Wie geht das denn so in deinem normalen Leben? Du bist, ich vermute mal, noch Schülerin. Ja, ich versuche halt bislang noch weite Sachen anzuziehen.
Was für Sachen anzuziehen? Weite Sachen. Weite? Ja. Ja, nee, ich, ja, also die wissen das auch noch nicht in der Schule. Nee, die wissen das, also es weiß noch keiner außer meine Freundin und meine Mutter. Ja, und wahrscheinlich die Mutter deiner Freundin. Ja, die wissen das auch noch. Die wissen es auch. Nein, ich meine auch mit Schule, wie geht das? Du gehst also weiter zur Schule im Moment, aber hast du deine ganzen Sachen schon von zu Hause, die du brauchst und die dir wichtig sind, schon weggeholt zu deiner Freundin hin oder wie? Nee, ich krieg halt eigentlich die meisten Sachen von ihren Eltern. Ach so. Die kennen mich auch halt schon lange. Sind aber auch nette Leute, muss ich sagen, dass die dich da aufnehmen. Und fühlst du dich da wohl? Ja, sehr. Ja? Aber dann hast du ja mit den Leuten auch schon beraten, wie es jetzt weitergehen soll. Was meinen die denn? Irgendeine Lösung muss ja gefunden werden. Ja, die meinten halt, ich könnte da noch wohnen, nur ich will den halt auch nicht die ganze Zeit auf der Tasche liegen. Mhm. Du bist ja 15 Jahre alt. Wann wirst du 16? Nächstes Jahr erst. Mhm. Ja. Also müsste man eine ganz andere Lösung finden. Man müsste eine Lösung mit dem Jugendamt zusammenfinden. Ja. Dass du vielleicht irgendwo so eine Art WG-Zimmer bekommst. Ja, nur das Problem ist, dafür wollen die immer, dass meine Mutter mit da ist. Ja. Und da die halt immer den ganzen Kontakt abblockt, geht das halt nicht. Warst du denn schon beim Jugendamt und hast mit den Leuten gesprochen? Ja, und die meinten dann halt zu mir, dass das nur ginge, wenn meine Mutter dabei ist. Die muss die Einwilligung dazu geben. Ja. Weil sie ja noch ganz für mich berechtigt ist, ja. Ja, aber denen muss doch auch klar sein, dass es Fälle gibt, so wie in deinem Fall jetzt, wo die Eltern sich so querstellen, die können ja die jungen Leute, sprich jetzt auch in deinem Fall, dich nicht so hängen lassen. Da muss es doch irgendeine andere Lösung geben. Da werden wir gleich beraten und da werden wir dir irgendeine Hilfestellung geben, bin ich ganz sicher. Wäre das denn für dich ein Modell, wenn du jetzt irgendwo vielleicht in einem betreuten Wohnprojekt, so nennt man das, glaube ich, vielleicht ein eigenes Zimmer dann hättest und da dann auch mit anderen Leuten, mit anderen Jugendlichen und Betreuern zusammen dann leben könntest, wäre das okay? Ich denke mal schon, nur ich würde halt gerne noch bei meiner Freundin wohnen, bis ich das Kind halt bekommen habe. Ja, das haben die dir aber angeboten. Ja, ich könnte auch danach noch da wohnen, nur ich will die halt nicht so sehr ausnutzen. Mhm. Gut, das wäre doch vielleicht eine Überlegung. Du bist ja nun schon im 6. Monat, dass du die restliche Zeit da noch da bleibst. Aber dich jetzt schon mal darum kümmerst, dass du in so ein Projekt reinkommst vom Jugendamt. Da werden wir dir jetzt bei helfen. Das ging mir nicht in den Kopf, dass das Jugendamt dich da hängen lässt und sagt, nee, wir brauchen deine Mama. Dann soll das Jugendamt sich gefälligst um deine Mama kümmern und die Unterschrift da einholen. Ja, im Moment versuchen wir auch Kontakt zu meinem Vater aufzunehmen. Ja. Und das ist halt im Moment noch im Laufen. Also ich weiß nicht, ob mein Vater da die Einwilligung zu gibt. Wie ist denn das Verhältnis? War das abgebrochen zwischen dir und deinem Vater in der letzten Zeit? Ja, meine Eltern haben sich halt vor 3 Jahren scheiden lassen. Ja. Dann ist mein Vater halt weggezogen. Und hast du denn innerhalb der letzten 3 Jahre Kontakt zu deinem Vater gehabt irgendwie? Nur vor 2 Jahren das letzte Mal am Telefon so. Ach so, kümmert er sich auch nicht doll um dich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also der ist auch viel geschäftlich unterwegs. Naja, gut, das ist ja keine Entschuldigung. Wie war denn früher so das Verhältnis? War das okay? Ja, eigentlich war das halt immer Friede, Freude, Eierkuchen so zu Hause so gesehen. Mhm. Und ja, seitdem sich meine Eltern getrennt haben, dann bin ich egal, weil ich wohl früher eigentlich so ein Grund war, dass die Beziehung noch halten sollte. Mhm. Und nachdem wir sich getrennt haben, wurde ich so gesehen abgeschoben. Wie kam das denn, Jasmin, dass du dich in deinen jungen Jahren und trotz aller Schwierigkeiten, die du vielleicht auch schon geahnt hast, die da auf dich zukommen, dich für das Kind entschieden hast? Ja, weil ich der Meinung bin, meine Eltern haben mich abgeschoben. Mhm. Und das muss mein, ich meine, ich hätte es zwar noch nicht zur Welt gebracht, aber das muss das Kind dann halt auch nicht so mitbekommen. Ja. Es ist ja auch Menschenleben. Hat denn deine Mutter dich irgendwie so bedrängt in die Richtung, nach dem Motto, komm, lass abtreiben und dann bleibst du bei mir und alles ist in Ordnung? Ja, das meinte sie halt auch. Und als der Arzt gesagt hat, nein, das kann man nicht mehr machen, dann meinte sie so, ja, ich will schon irgendeine Klinik, da fahren wir dann hin. Also alles keine guten Sachen, die wir da von deiner Mutter hören, ne? Nee. Mhm. Bist du da sehr traurig? Geht dir das sehr ans Herz oder freust du dich eigentlich mehr über das Kind, was bald da sein wird? Nur eigentlich war ich früher sehr, sehr traurig, aber im Moment kann ich halt damit leben. Mhm. Also ich will nur mal sagen, ein dickes Kompliment an deine Gastfamilie. Das sind ja wirklich nette Leute, die dich da aufgefangen haben und die dir da helfen. So, jetzt werden wir dir versuchen zu helfen, dass du da mit dem Jugendamt eine Lösung findest und wie man das macht, damit du dann, nachdem du das Kind bekommen hast, in ein ordentliches Wohnprojekt eingebunden wirst. Der Mutter-Kind-Projekt, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Da bin ich optimistisch, dass das funktionieren wird. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und wird dir da ein paar sehr gute
Hinweise und Tipps geben. Okay. Okay, Jasmin, und alles Gute jetzt für die Schwangerschaft und dass alles wunderbar läuft. Ja. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, heute, habe ich ja gerade gesagt, sind wir hier frei in unserer Themenauswahl, eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema verhängnisvolle Begegnungen. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Begegnungen, die ihr hattet mit Menschen, die für euch wirklich in gewisser Weise verhängnisvoll waren, die euer Leben einschneidend verändert haben oder die euer Denken einschneidend verändert haben. Dass ihr sagt, seit dieser Begegnung hat sich in meinem Leben oder in meinem Denken eine ganze Menge verändert. Das hätte ich mir vorher gar nicht so vorstellen können. Verhängnisvolle Begegnungen. Und wenn ihr noch mehr über das Thema oder überhaupt über uns wissen wollt, dann klickt mal unter www.domian.de und da könnt ihr das dann auch erfahren und lesen. So, hier ist Maike, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Maike. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich ein riesengroßes Problem habe. Ich habe mich vor anderthalb Jahren in meine beste Freundin verliebt. Und es sieht jetzt so aus, dass sie im Sommer nach Amerika geht. Mhm. Ich will ihr das unbedingt sagen. Sie weiß es noch gar nicht? Nein, ich habe ihr das mal gesagt, als sie betrunken war. Ja, und? Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat mir gesagt, dass es okay für sie ist, dass sie damit umgehen kann. Und dann ab und zu, wenn wir gemeinsam weg sind, gibt sie mir einen Kuss und sagt dann, ich hab dich lieb. Und da denke ich manchmal, sie weiß es nur. In anderen Situationen denke ich dann halt, sie weiß es nicht. Ach so, du hältst es für möglich, dass sie so besoffen war, dass sie es vergessen hat wieder, ja. Was du hier... Ah ja. Hm. Du bist verliebt in die beste Freundin seit anderthalb Jahren. Das ist ja schon eine verdammt lange Zeit. Ja. Hat sie einen Freund? Nein, hat sie nicht. Du hast sie hat eigentlich immer sehr, sehr viel Pech mit Männern. Ja, du hast auch keinen Freund. Nein, momentan nicht. Nein, er hätte ja sein können, dass das auch irgendwie so parallel läuft. Du bist richtig so verliebt in sie, das heißt, du könntest dir auch vorstellen, mit ihr eine Beziehung zu haben. Ja. Das heißt, es gibt auch sexuelle Fantasien. Nicht so extrem, aber doch. Durchaus vorstellbar. Ja. Also wenn die Situation sich so ergeben würde, könnte auch erotisch was passieren. Mhm. Und jetzt geht sie nach Amerika, sagst du? Ja. Wann? Im Sommer. Für wie lange? Für ein Jahr erstmal und es steht noch nicht ganz fest, ob sie danach noch weiterhin dort leben wird. Mhm. Hast du denn in diesen anderthalb Jahren irgendwie, abgesehen von dem Küsschen und ich hab dich lieb, das sagt man ja so immer schnell dahin, hast du irgendwelche anderen Ansatzpunkte, dass du denkst, vielleicht ist da bei ihr auch noch mehr als ausschließlich Freundschaft? Ja, also wir sehen uns eigentlich jeden Tag. Heißt noch nichts, ne? Bei guten Freunden. Ja, und wir unternehmen sehr viel gemeinsam und sie nimmt mich auch immer in den Arm. Mhm. Und dann laufen wir schon mal Händchen haltend durch die Stadt. Und heißt bei Mädels alles nichts. Ja, ich weiß, nur das ist das Problem. Mhm. Redet ihr über Jungs? Ja. Ja. Ist das nicht für dich dann immer schmerzlich, wenn sie vielleicht über irgendeinen Jungen schwärmt oder ja, wenn sie da irgendwas Gutes über einen Typ sagt? Nein, eigentlich nicht, weil ich mich da immer raushalte. Hat sie denn in dieser ganzen Zeit, während du jetzt so verliebt bist, in sie keinen Freund gehabt? Doch, am Anfang hatte sie einen Freund. Und war das schlimm für dich? Nein, es war eigentlich in Ordnung für mich, weil ich mir gesagt habe, eigentlich weiß sie es ja nicht. Mhm. Und wieso sollte sie dann anders reagieren? Nee, aber ja gut schon, aber dennoch tut es einem doch weh, wenn man verliebt ist in die Person und man sieht, dass die Person vielleicht mit jemand anderem rumknutscht und man stellt sich vor, die haben vielleicht Sex. Ja, das hatte ich letzte Woche erst. Hast du erlebt? Ja, ich war mit ihr unterwegs und dann waren wir in der Stadt und haben noch was getrunken. Und dann kam wohl ein Bekannter von ihr und die beiden verstehen sich ganz gut. Mhm. Und dann endete das damit, dass wir dann mit dem Auto noch zu mir gefahren sind und die zwei dann halt auf dem Rücksitz gesessen haben und sich geküsst haben. Und dann habe ich dann die Musik aufgedreht und bin sehr, sehr schnell gefahren. Ah, wie heftig. Und du hast es im Rückspiegel gesehen? Nein, ich habe nicht geguckt. Du hast nicht geguckt. Mhm. Das tut schon ich weh. Ich habe halt die Musik aufgedreht, damit ich die Küsse nicht höre. Mhm. Damit die Küsse nicht hörst. Ja, sie hat aber gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Mhm. Nur sie hat mich auch nicht drauf angesprochen. Und ich habe mich irgendwo auch nicht getraut, mit ihr darüber zu sprechen. Fragt sie dich denn nicht so, wenn man so eng befreundet ist, bequatscht man doch wirklich alles. Fragt die dich nicht, wie es mit Jungs ist, ob du nicht Bock hast mal wieder auf einen Freund und wen du gut findest und so weiter. Nein, also das fragt sie mich momentan gar nicht, weil ich eine sehr, sehr schlimme Beziehung hinter mir habe. Ach so. Und ich bin viel geschlagen worden. Ah ja, dann ist das erstmal. Und bin eine lange Zeit deshalb auch im Krankenhaus gewesen. So schlimm?
Ja, das war kein normales Krankenhaus, das war ein psychiatrisches Krankenhaus. Mhm. Und da bin ich über 16 Wochen lang gewesen. Wegen dieser Beziehung? Mit wegen dieser Beziehung. Und ja. Danach ist dann noch eine Sache passiert, wo ich sehr auf die Nase gefallen bin. Nämlich? Also mit einem Typ? Mit einem Typen, mhm. Ja. Ich hatte ihn kennengelernt und er hatte wohl auch Interesse an mir. Und seine Freundin hat mich dann so gesehen verarscht. Ich wusste nicht, dass die beiden zusammen sind. Mhm. Und sie hat dann halt immer Kupplerin gespielt. Mhm. Also ja, triff dich mit dem und hier und da und geh mit dem mal ins Kino. Warum hat ihr das gemacht? Weiß ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe ihr eigentlich keinen Grund dazu gegeben. Ich habe, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihr nur gesagt, dass ich ihn nett finde. Mhm. Und wie ist das Ganze dann aufgeflogen? Das Ganze ist eigentlich damit aufgeflogen, dass sie mich eines Abends anrief, mhm, und sagte, hör mal, ich denke, es reicht, du solltest jetzt die Finger von meinem Freund lassen. Boah, wie heftig. Und da warst du schon verknallt. Oder? Nein, nicht wirklich verknallt, sondern mehr so verliebt. Und ja, ich hatte da irgendwo eine Hoffnung reingesetzt, weil das halt mit der kaputten Beziehung das erste Mal war, dass ich wieder irgendwie ein bisschen verliebt war. Aber wie komisch. Hat er das Spiel denn auch mitgespielt? Oder nein, wie? Er hat von dem Spiel nicht gewusst. Und er ist dann quasi mit dir ein bisschen fremd gegangen schon? Nein, eigentlich nicht. Weil wir eigentlich nur so freundschaftlich unternommen haben. Ja. Ich habe ihm das auch nicht gesagt, so von wegen, ich habe mich in dich verliebt. Also, aber es ist schon demütigend und auch verletzend, ne? Wenn man merkt, dass man so ein Spielball war und in ein Spielchen reingezogen worden ist. Ja. Und vorher geschlagen worden von deinem Freund. Ja. Hast du denn eine Ahnung für dich, dass du lesbisch bist? Oder ist das, würdest du sagen, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich bi? Ich denke eher, dass es mehr bi ist, weil ich auch doch irgendwo Interesse an Männern habe. Ja, ja. Aber meine Gefühle für meine beste Freundin sind halt stärker. Mhm. So, jetzt drängt die Zeit, ne? Ich weiß. Du hast Angst, die geht nach Amerika. Vielleicht bleibt sie noch ganz lange in Amerika. Ich habe sie nicht mehr in meiner Umgebung. Ich habe sie nicht mehr als gute Freundin und ich habe sie schon gar nicht als Geliebte, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Hast du darüber nachgedacht, es ihr zu sagen? Nicht im besoffenen Zustand, wenn sie besoffen ist, sondern wenn sie wach ist, wenn sie klar ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll. Das ist das große Problem, was ich habe. Ich habe Angst, von ihr irgendwie abgestoßen zu werden. Ja. Das Wie ist immer ganz einfach. Man hat nur Angst vor der Reaktion. Das Wie ist, indem man diesen Satz sagt, ich habe mich in dich verliebt. Ja. Das ist das Wie. Die Gefahr ist natürlich, wie reagiert die andere Seite darauf? Es kann sein, dass die andere Seite positiv reagiert und sagt, Mensch, irgendwie empfinde ich auch so. Das ist natürlich das Schönste. Und ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Und haben uns beide nicht getraut, es zu sagen. Mhm. Oder die andere Seite sagt, ja, ich finde dich auch sehr nett, du bist meine beste Freundin. Aber beziehungsmäßig läuft da nichts. Aber dieser Satz ist eigentlich wichtig, Maike, finde ich. Für mich wäre es noch nicht mal so wichtig, dass sie sagt, hör mal, ich denke genauso. Es ist für mich einfach nur wichtig, dass sie weiß, wie ich fühle. Mhm. Dann solltest du es ihr auch sagen. Dann solltest du es ihr auch sagen. Und ich glaube, dass eine wirklich tiefe Freundschaft das auch aushält. Dass man sich dann auch arrangieren kann. Die Frage ist nur, ob du es aushältst. Andererseits ist es vielleicht sogar ein ganz guter Zeitpunkt. Nehmen wir mal an, wir spielen durch. Sie sagt, Mensch, Maike, das berührt mich jetzt, ist ganz toll und so, aber ich empfinde nur Freundschaft für dich. Mhm. So, dann bist du erstmal traurig und auch verletzt. Das ist so, glaube ich. Nein, ich denke, wenn sie so reagiert, dann würde sie mich in den Arm nehmen. Gut, aber du wärst letztendlich doch traurig. Nein, es wäre okay für mich. Es wäre okay für dich. Weil sie dann weiß, wie ich fühle. Und ich weiß, sie ist trotzdem meine beste Freundin. Okay, und du wärst nicht traurig darüber, dass sie dich eben nicht so zurückliebt, wie du sie liebst? Nein, das wäre für mich nicht schlimm. Mhm. Aber dann kann doch gar nichts passieren. Dann kannst du es doch sagen. Ich dachte, du hättest Angst vor dem Nein. Ich liebe dich nicht. Ich habe Angst vor dem, hör mal, jetzt will ich nicht mehr deine Freundin. Nein, das glaube ich nicht. Das wird sie nicht sagen. Das glaube ich nicht. Wenn ihr wirklich, du sagst, ihr seid wirklich sehr enge Freundinnen, ne? Ja. Ich glaube es nicht. Das Schlimmste, in Anführungszeichen, Schlimmste kann passieren, wie ich es gerade beschrieben habe, dass sie sagt, nein, du bist meine Freundin, ich mag dich total gerne und die wichtigste Person mit in meinem Leben, aber ich kann dich nicht lieben. Im Beziehungssinne. Das kann passieren. Aber ich glaube nicht, dass sie dich verstößt. Weißt du, und wenn sie dich dann verstoßen würde, Maike, dann ist sie auch keine tolle Frau. Finde ich. Naja. Doch, das muss man so sehen. Das macht man nicht.
Du möchtest einfach, bevor sie nach Amerika geht, möchtest du gerne, dass sie weiß, was du empfindest. Ja. Warum möchtest du das eigentlich wissen? Haben? Wieso möchtest du haben, dass sie das weiß? Weil mich das sehr belastet, dass ich es ihr irgendwie nicht sagen kann. Mhm. Dass ich nicht weiß, wie ich es ihr sagen soll. Ohne, dass du die Hoffnung damit verknüpfst, dass es vielleicht dass es erwidert wird. Ja. Da musst du es sagen, Maike. Sag es ganz klar und ganz einfach. So wie du es mir am Anfang gerade auch gesagt hast. Ohne Umschweife, ohne Gelaber und irgendein Theater. Sag es ihr. Ich glaube, so wie du es geschildert hast, ist eure Freundschaft so stabil, dass man das sagen kann und auch sagen muss. Ich habe schon mal angefangen, ihr einen Brief zu schreiben. Ja, mach es so. Wenn und jedes Wochenende immer so einen Wochenrückblick, was wir unternommen haben, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also wenn es dir einfacher geht mit dem Brief, mach es mit dem Brief, ist okay. Sie wird dann schon reagieren, mach es so. Aber mach es jetzt auch bald. Ihr habt ja noch ein paar Monate Zeit, euch dann in irgendeiner Weise, wie auch immer, zu arrangieren. Okay? Mhm. Also ran, hab Mut, mach es, auf jeden Fall. Hast nichts zu verlieren. Okay? Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Diana oder Diana. Diana, 25. Hallo. Ja, hallo. Hallo Diana, guten Morgen. Und was geht es bei dir? Ja, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht in Bezug auf meinen jetzigen Ex. Mhm. Ich, wie soll ich sagen, ich neige öfter dazu, halt auszurasten. Und das letzte Mal, das war halt so extrem, dass ich ihn wirklich angegangen habe und auf ihn, eingeschlagen. Eingeschlagen hast? Ja. Wie eingeschlagen? Nur so ein bisschen auf die Brüste getrommelt? Oder? Nein, schon mehr. Was heißt das mehr? Naja, dass ich mich selber dabei vergessen habe und dass ich, mich selber nicht mehr unter Kontrolle gehabt habe, überhaupt nicht. Dass ich selber nicht mehr gewusst habe, wer ich bin und was ich da mache. Was hast du gemacht? Du weißt es ja im Nachhinein, was du gemacht hast. Ja, im Nachhinein würde ich mich am liebsten irgendwie selber einbuddeln und... Also du hast etwas sehr Schlimmes gemacht? Ja. Erzähl es mir. Ja, es hat sich so ergeben auf einer Feier und irgendwie, ich bin sehr eifersüchtig. Ich rede mir dann auch gerne selber mal Sachen ein. Mhm. Ja, und dann eskaliert die Sache. Dann rede ich mir das halt so oft ein und so lange ein, bis ich selber dann so glaube. Und also der Grund war Eifersucht? Ja. Eifersucht, ihr wart zusammen auf einer Party, auf einer Feier? Mhm. Und du hast den Eindruck gehabt, er flirtet zu sehr mit irgendwelchen Frauen und Mädels rum? So war's. Oder er hat das sogar getan? Vorab noch nein. Er hat es nicht getan? Nein, nein. Aber du hast den Eindruck, du hast es dir eingebildet letztendlich. Ja, genau. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, gut, ein Dreivierteljahr. Mhm. So, dann ist es eskaliert. Du bist ausgerastet. Ja. Hast du jetzt schon ein paar Mal so gesagt. Jetzt will ich wissen, was du genau gemacht hast. Du sagst, du bist gewalttätig ihm gegenüber geworden. Was genau hast du gemacht? Wie hast du ihn geschlagen? Ja, im Endeffekt einfach wild drauf los. Ins Gesicht? Ich würde sagen, überall, was ich gerade getroffen habe. So, dass er sogar irgendwelche Sachen, Verletzungen davon mitgenommen hat? Ja. Nämlich? Ja, es waren einige Blessuren und blaue Flecken. Mhm. Halt. Bist du auch mit Gegenständen, mit einem Glas oder mit einer Flasche auf ihn zu? Nein. Nein. Ja. Vor anderen Leuten auch noch? Nein. Du warst auch nicht betrunken, als du das gemacht hast? Doch. Doch. Mhm. In dieser Zeit, anderthalb Jahre ungefähr, sagst du, wart ihr zusammen, ist das öfter vorgekommen, sowas? Ich sag, so schlimm noch nie. Aber ein bisschen weniger schlimm schon vorher auch? Ja. Wie hat er sich dann verhalten, wenn seine Freundin Diana auf ihn einschlägt, wie bekloppt, sage ich mal? Wie hat er sich verhalten? Hat er sich gewehrt? Hat er deine Arme festgehalten? Hat er dich weggestoßen? Nein, gar nichts. Er hat einfach abgewartet, sag ich mal. Er hat abgewartet, ausgehalten. Er hat sich von dir verprügeln lassen. Ja. Hat das lange gedauert, diese ganze Aktion? Ich kann es selber nicht einschätzen. Mhm. So, und danach hat er gesagt, ich habe die Faxen dicke, jetzt ist Schluss, ich trenne. Nein, das ist ja viel komplizierter. Er hat mir erst die Nacht
noch verziehen gehabt. Mhm. Und danach hat sich erst halt ergeben, dass er eben gemerkt hat, dass er das nicht verknacken kann. Mhm. Hast du dich denn entschuldigt bei ihm? Ja, klar. Ja. Klar, aber ich sollte ihm halt versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Mhm. Und ich war mir selbst so uneins. Und ich konnte es ihm zu dem Zeitpunkt nicht versprechen, weil ich selber davor Angst hatte. Aber dies hat jetzt zur Folge, dass er, nachdem er sich darüber Gedanken gemacht hat, dass er dann doch gesagt hat, ich trenne mich von dir. Ja. Mhm. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Ja, circa 1,5 Monate. Ja. Mhm. Gibt es Kontakt zwischen euch beiden? Ja. Telefoniert ihr oder trefft ihr euch gar? Auch, ja. Aber mehr, das kommt von meiner Seite dann mehr. Mhm. Du liebst diesen Typ noch, diesen Mann noch? Oh ja. Oh ja. Hast du den Eindruck, dass er auch? Oder hast du den Eindruck, dass eigentlich die Liebe bei ihm erloschen ist, aufgrund dessen, was passiert ist? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Mhm. Dazu hat er sich nicht geäußert. Er sagt zwar, dass noch ein Funken Gefühle da sind, aber ich weiß, was ich ihm angetan habe und ich habe so viel drüber nachgedacht. Ich habe ihn auch vorher wie ein Stück Scheiße eigentlich behandelt. Inwiefern? Ja, ich habe ihn eigentlich behandelt wie selbstverständlich, wie er einfach wie das Natürlichste der Welt, nicht einfach wie mein Freund, sondern ja. Du hast dich verwöhnen lassen, du hast gesagt, auch den habe ich im Sack, den kann ich behandeln. Ja, genau. Der macht das schon, der schluckt das alles. Der nimmt es hin. Genau. Und das ging ja auch eine ganze Weile, ging das auch so. Ja. Und du hast die Grenzen nicht gesehen, hast damals gar nicht wertgeschätzt, was du da hattest. Genau. Kann man so sagen? Ja, ganz genau. Mhm. Ist dir das in dieser heftigen Form zum ersten Mal passiert? Oder kennst du dich von früheren Beziehungen auch so? Ich hatte davor eine Beziehung, sage ich mal, die wirklich alles gesprengt hat. Inwiefern alles? Positiv oder negativ? Negativ. Mhm. Und ich denke, es war auch der größte Fehler, dann mit ihm eine Beziehung einzugehen, bevor ich das nicht abgeschlossen habe. Ich habe nämlich die ganzen Probleme und die ganzen Sorgen alles mit reingeschlürt in die neue Beziehung. So, jetzt kann es also sein, die Wahrscheinlichkeit ist sogar recht hoch, so wie du es gerade geschildert hast, dass du da eine Trümmerlandschaft hinterlassen hast, ne? Ja. Dass es dir tut es irre leid, du weißt, was passiert ist, aber dass es vielleicht nicht mehr zu kitten ist, nicht mehr zu reparieren ist. Ja. Mhm. Weiß ich. Welche Konsequenzen zieht man aus solchen Vorkommnissen, wenn man das erlebt hat? Ja. Ich habe sehr viel nachgedacht. Ich habe sehr viel über meine Vergangenheit, über all die Probleme, die ich mitgebracht habe und etc. halt nachgedacht und bin mir darüber im Klaren geworden, dass ich mir halt die ganzen Jahre über selber immer eine in der Tasche gelogen habe. Mhm. Ich habe mir immer selber eingeredet, ich muss anders rüberkommen, als ich eigentlich wirklich bin. Ja. Weißt du, Diana, ich glaube ja, vielleicht ist diese Sache jetzt wirklich verloren. Vielleicht. Vielleicht gibt es noch einen kleinen Hoffnungsschimmer, ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Aber darum soll es jetzt erstrangig gar nicht gehen. Es soll um dich gehen, was du lernst aus dem, was vorgefallen ist. Deshalb habe ich dich das auch gerade gefragt. Nämlich mit dem großen Ziel und der Hoffnung, dass du bist ja noch sehr jung. Mhm. Dass in den nächsten Jahren und in der Zukunft für dein Leben, dass sich so etwas nicht wiederholt. Dass du gut daraus lernst. Und ich habe so den Eindruck, dass da auch vieles so im Argen ist bei dir, dass da schon einige Probleme sind, die dich schon vielleicht seit sehr langer Zeit belasten und dich auch geprägt haben, sagen wir es so. Was hältst du davon, wenn du sagst, okay, das ist jetzt alles sehr schlimm gelaufen, ich habe einen tollen Mann verloren durch meine Dämlichkeit, durch mein Verhalten, wenn du dich entscheidest und sagst, ich will mich verändern, ich schaffe es nicht alleine, ich mache eine Psychotherapie. Ich hole mir Hilfe von außen. Nur da habe ich dann eben, ich sag mal, so ein bisschen die Hemmschwelle, weil ich weiß ja, wo meine Fehler liegen. Ich weiß, was ich verkehrt gemacht habe und ich weiß auch, was ich ändern muss. Ja.
Und ich möchte diesen Mann unbedingt wieder haben. Ja, dann wäre doch zum Beispiel auch eine tolle, es heißt, jammern hilft ja jetzt nicht. Nein, ne? Ich weiß. Dann wäre doch zum Beispiel auch ein tolles Signal, wenn du ihm sagst, pass auf, ich empfinde Reue. Ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt zu einem Psychologen. Dass ich mit dem... Habe ich schon alles gesagt. Aber du machst es ja nicht. Nein, weil im Endeffekt weiß er ja auch, dass ich mir nur selber helfen kann. Das ist ja nicht gesagt, dass du dir nur selber helfen kannst. Du kannst ja unter Umständen sehr gut helfen mit jemand anderem zusammen. Wichtig ist, dass der einfach den Eindruck bekommt, da entwickelt sich was, da tut sich was. Und da fände ich das schon mal ein großes Signal. Ich verstehe auch nicht, warum du da jetzt so blockiert bist, auch als ich das gerade vorgeschlagen habe. Du hast doch gar nichts zu verlieren. Du rufst mich ja auch an und wir unterhalten uns. Also könntest du auch zum Psychologen gehen und gemeinsam mit dem alles durchgehen, was da in dir vorgeht. Finde ich schon. Nutze die Chance, dass jetzt was schiefgelaufen ist, Diana. Nutze es. Es ist alles jetzt sehr traurig. Aber du kannst in dem nächsten Schritt daraus lernen. Aber du musst jetzt auch entscheidend was tun und nicht nur da reuig sitzen und sagen, ja, ich muss mich verändern. Du musst dich auch verändern. Aber du musst, wenn du es nicht alleine kannst, dann musst du dir Hilfe holen. So, und jetzt biete ich dir noch eine kleine Hilfe von meiner Psychologin, nehme ich an. Kann dir ja nichts passieren. Ist ja völlig anonym. Ja. Bist du einverstanden? Ja, gerne. Gut, dann legst du auf und die Heide, so heißt meine Psychologin, dann ruft dich an. Mhm. Okay, alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Michael, 43, guten Morgen. Hallo. Hallo Michael. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist stark behaarte Frauen. Stark behaarte Frauen ist dein Thema? Das ist mein Thema. Daraus schließe ich jetzt messerscharf, dass du auf stark behaarte Frauen stehst. So ist es. Warum? Es ist ein bisschen ein Problem, was ich da dazu sagen möchte. Ich habe da Orgasmus-Schwierigkeiten, wenn ich keine behaarte Frau... Ach, ehrlich? Ja. Das heißt, die meisten Typen stehen da offensichtlich... Ich habe richtig gute Startschwierigkeiten. Ist es wahr? Also die meisten Typen, ist es ja andersrum, die gerne die Frauen haarlos haben und mögen... Wie stark muss die Frau denn behaart sein? Also im Schambereich gehe ich schon mal von aus. Im Schambereich, Analbereich. Ja. Unter den Achseln. Ja. Und wenn es geht, einen leichten Oberlippenbart. Ach, ein Damenbart auch noch? Ja. Da kannst du ja gleich einen Kerl küssen. Nun bin ich natürlich... Nicht so ungut, Mädels, die ihr das habt, aber ich sag's mal so. Ja, klar. Ja. Aber daran merke ich, wenn ich mich irgendwo umschaue nach einer Frau, ob sie nun stark behaart oder nicht stark behaart ist. Also jetzt ganz im Ernst, das ist für dich so wichtig, dass du gar nicht in eine sexuelle großartige Erregung kommst, wenn eine Frau ganz normal oder wenn sie gar rasiert ist. Ja, ja. Ganz genau so. Ja. Und das habe ich seit meiner Pubertät. Ja gut. Ich habe die ersten Erfahrungen gemacht mit einer stark behaarten. Und das war so prägend. Und es war so prägend. Seitdem willst du nur stark behaart. Ablassen konnte. Ja. Und mich interessieren auch die blonden Frauen, ob sie jetzt nun stark und richtig stark behaart sind. Ja. Überhaupt nicht. Ach so. Ich kann nicht. Ach so, blond und stark behaart funktioniert auch nicht. Richtig. Nein. So, du bist 43. Ist ja schon ein erfahrenes Alter. Hast du eine längere Beziehung schon hinter dir? Oder bist du gar verheiratet? Oder wie läuft's bei dir? Ich habe hin da und da wechselnde Partnerschaften. Ja, ist denn dieses, dass du nun so eine spezielle Vorliebe hast, ist das wirklich verkompliziert das sehr, dein Liebes- und Sexualleben? Ganz genau. Ist es so schlimm, sage ich jetzt mal schlimm, dass du dich in eine Frau gar nicht verlieben kannst, wenn sie nicht stark behaart ist? So sieht es aus. Ja, das finde ich schon ein bisschen heftig. Das ist schon auch schade. Du kannst die tollsten Frauen kennenlernen, nur weil sie keine Härchen haben an den Stellen, wo du sie gern hättest. Interessiert dich die Frau oder nicht? Das ist schon ein bisschen traurig, ne? Dass mich die Frau deswegen interessiert, natürlich interessiert mich. Aber nicht erregt. Nur eine Erregung gibt es da überhaupt nicht. Mhm. So, nun kann man ja sagen, man findet irgendwie so einen Kompromiss. Damenbart, gut, das ist ein bisschen seltener. Muss ja nicht. Geht's denn auch ohne Damenbart, dass du einfach zu deiner Freundin sagen würdest, pass auf, rasier dich nicht, lass dich einfach so wie dich der liebe Gott geschaffen hat. Wäre das okay? Das wäre okay, natürlich. Gut, aber da kann man doch mit den Mädels reden.
oder? Na, es ist sehr schwierig, zunächst einmal stark behaarte Frauen zu finden. Ja, gut, aber wenn du eine gefunden, nehmen wir mal, spielen wir mal durch, du findest eine Frau, die du nett findest, die du toll findest. Und die ist nicht so in deinem Sinne behaart, noch nicht. Da kann man sich ja fragen, pass mal auf, ich stehe da drauf, würdest du für mich die Rasiererei sein lassen? Wäre doch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich merke doch auch ganz stark bei gewissen Frauen, ob sie auch, dieses Thema wird ja tabuisiert. Ja, so ein Tabuthema finde ich das noch nicht, da kann man doch offen drüber reden, ob man sich nur rasiert oder nicht rasiert. Ich finde, dass es da stärkere Tabuthemen und auch schmuddeligere Sachen gibt oder vulgärere Sachen oder weiß ich was. Das ist relativ harmlos doch noch. Ja gut, aber mein Problem, deshalb ist es ja gerade, dass wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, ist doch gar nicht so lange her. Ja. Wir waren 2 Stunden in der Gastronomie. Ja. Und dann sagte sie zu mir, komm, geh doch noch mit heim. Ja. Dann wusste ich natürlich, was entweder läuft was oder läuft nicht. Ja, ja, so kann man sagen. Und als sie nackt war und ich nackt war, oh Gott, Blamage für mich. Und sie bedankte sich am nächsten Morgen und sagte, gut, dass du nicht mit mir geschlafen hast. Ah, sie hat sich bedankt. Also als ihr beiden nackt wart, hast du gemerkt, es geht nicht? Oder was hast du da gesagt zu ihm? Ganz genau. Ja, nee, ich hab überhaupt nichts gesagt. Ich habe gesehen, du hast dass nur er ziemlich wenig Schamhaare. Ja, und hatte. Du hast nichts gemacht dann. Und da habe ich auch nichts gemacht. Mhm. Ja, Michael, was ist das für eine Sache jetzt? Was kann man dir denn da wünschen? Ja, kann man dir nur wünschen, dass du mehr auf so Frauen stößt. Aber eigentlich möchte ich dir auch sagen, dass du da noch ein bisschen mit mehr Kompromiss rangehen sollst. Weil wenn du jetzt nur nach diesem Raster suchst, hast du es natürlich sehr schwer. Super schwer. Ja, aber... Lass dich doch erstmal auf eine Frau, wenn du eine Frau toll findest, lass dich doch erstmal auf die ein. Das kann sich dann da noch ergeben, dass sie sich dann vielleicht so gibt, wie du es gerne möchtest. Also bis jetzt habe ich immer zu 90% Glück gehabt und habe Frauen, natürlich ältere 10 bis 15 Jahre ältere Frauen gefunden, ja, die meinem Klischee entsprachen. Ja, ja, ist doch gut. Also eigentlich ganz okay. Klar hätte ich auch Jüngere. Ja. Natürlich, aber... Wenn eine Frau, gibt es glaube ich bei Frauen gar nicht, ne? Am Rücken behaart ist, bei Männern gibt es das. Bei Frauen weiß ich gar nicht. Das mag ich nicht. Da ist dann die Grenze. So. Ich bin selber behaart. Ja. Aber im Intimbereich bin ich rasiert. Ach, na du bist mir ein... Das du bist ist komisch. Na du bist ja vielleicht drauf. Warum denn das dann? Ich weiß auch nicht. Ja, bei dir ist alles nicht so richtig... Es ist nicht logisch, ne? Aber in der Erotik ist nie irgendwas logisch. In der Erotik ist alles immer irgendwie... Erotik ist vielfältig, muss ich sagen. So kann man sagen. Also Michael... Aber ich habe dann halt diesen speziellen Kick. Ja. Dass ich mache zum Beispiel im Sommer viel FKK. Ja. Da hast du was zu spinksen. 90% der Frauen sind rasiert. Naja, da hast du nicht viel zu gucken dann, ne, wenn du am FKK-Strand rumkommst. Da habe ich tatsächlich nicht viel zu gucken. Hast aber ich habe schon eine erotische Beziehung im FKK-Bereich erreicht. Letztes Jahr war das. Aha. Und ich habe mich auch mit dieser Frau unterhalten. Ja. Hast du denn... Warum sie so einen Wildwuchs hat. Ja. Ja, das hat ihr Ex gewollt. Siehst du, es gibt also andere Männer, die das auch gerne haben. Klar, aber selten. So, nun hoffe ich ganz einfach, drücke ich dir die Daumen, dass du auf weitere solche Frauen triffst und gib nochmal den gut gemeinten Ratschlag, auch ein bisschen großzügiger mit den Frauen umzugehen, die noch nicht so ganz behaart sind. Das kann ja dann alles noch werden. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, Michael. Danke dir. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Wiederhören. Nochmal der Hinweis für morgen. Morgen heißt unser Thema verhängnisvolle Begegnungen. Ich möchte gerne mit euch reden über Menschen. Es müssen ja vielleicht gar nicht Menschen sein. Wer weiß. Verhängnisvolle Begegnungen, die euer Leben entschieden verändert haben. In der Regel sind es ja Menschen. Nach dieser Begegnung denkt ihr vielleicht anders über gewisse Dinge. Nach dieser Begegnung empfindet ihr anders. Nach dieser Begegnung hat sich das Leben sogar richtig gewandelt. Verhängnisvolle Begegnungen. Unser Thema morgen Nacht. Und hier ist Martin und Martin ist 43 Jahre alt. Hallo.
Hallo Domian. Hallo Martin. Weswegen hast du angerufen? Ja, richtig. Also mein Thema ist die Stubenfliege. Die profane Stubenfliege? Richtig. Warum? Ja, das ist so, ich beobachte die sehr, sehr gerne. Ja. Wenn die, das heißt also im Herbst, wenn es so allmählich kalt wird, dann zieht es die Viecher rein. In die Wohnung, ja. Ja, ich schnapp mir dann Glas, fange die hier zum Beispiel im Treppenhaus. Ja. Ich bringe die hier oben in meine Wohnung. Ja. Ich habe hier ein großes Wohnzimmer mit einer angrenzenden Küche. Ja. Und da können die dann frei umherfliegen. Und ich hatte schon einmal den ganz großen Erfolg, dass ich tatsächlich eine Stubenfliege durch den Winter gebracht hatte. Ach, ich dachte, diese Stubenfliegen, die werden nur ein paar Tage alt. In der Literatur steht 7 Tage, aber das ist totaler Unsinn. Ach. Wie sollte dann eine Stubenfliege durch den Winter kommen? Die Frage ist natürlich dann berechtigt. Bist du sicher, dass es dieselbe war? Oder hat sich die vielleicht vermehrt irgendwie? Oder? Ich hatte ja seit Januar hatte ich ja nur noch eine. Ach, nur die eine einzige und die hast du über den Winter gebracht. Was fasziniert dich denn an der profanen Stubenfliege? Man kann telepathisch mit ihnen kommunizieren. Nein! Man kann telepathisch mit der Stubenfliege kommunizieren. Ja. Das heißt also, wenn ich irgendwas denke, ich habe es zwar schon erlebt, ja? dass die Stubenfliege angebrummt kommt, ja? mich mit den Vorderläufen an der Stirn antippt, als wollte sie sagen, ja, genau so ist das. Das heißt, du kannst regelrecht mit einer Stubenfliege kommunizieren und sprechen. Ich kann nicht sprechen. Nein, sprechen kannst du nicht, aber kommunizieren. Und wenn sie dann ja sagt, tippt sie dir mit den Pfötchen oder wie man das nennt, mit den Beinchen an die Nase oder irgendwie so. Richtig, an den Stirn, also mit den Vorderläufen. Was hast du sie denn da gefragt, dass sie ja gesagt hat? Ja, getippt hat. Wenn man zum Beispiel gerade daran denkt, dass man sich irgendwas Leckeres zu essen machen will, ne? Dann gibt es die Bestätigung, jawohl. Dann kommt die angeflogen und sagt, ja, ich möchte auch gerne was Leckeres zu essen. Und zwar habe ich vor vielen Jahren habe ich mir einen Scherz gemacht auf meinem Arbeitsplatz. Ja. Immer wenn die Frühstückszeit war, da war ein Arbeitskollege, der hat immer die Stubenfliegen kaputtgeschlagen. Ne? Ja. Was für dich natürlich sehr schlimm ist. Ich kann das überhaupt nicht ausstehen. Das ist mir klar, als Freund der Stubenfliege mag man nicht, dass jemand die totschlägt. Richtig, ich habe also mit ihnen kommuniziert und das dauerte keine 10 Minuten. Da waren alle 3 Stubenfliegen, die im Raum waren, ja. die waren im Umkreis von 2 Meter in meiner Nähe. Wie denkst du denn? Denkst du, hallo, ihr Stubenfliegen, kommt auf mich zu, ich bin ein Freund? Oder wie denkst du mit denen? Ich brauche das gar nicht denken, die kommen von selber an. Aha, ja, vielleicht riechst du irgendwie ganz geil für die, kann ja sein. Nein, also da muss ich die bitter enttäuschen. Das weißt du ja gar nicht. Das weißt du ja gar nicht. Du hast ja nicht die Nase der Stubenfliege. Vielleicht hast du irgendeine Ausdünstung, die du selbst gar nicht wahrnimmst, die aber für eine Stubenfliege was ganz Tolles ist, kann ja sein. Also da ist bis jetzt in meinem Bekanntenkreis noch niemand aufgefallen. Was machst du vom Beruf? Also ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt. Ja, und arbeitest auch in dem Beruf? Heute nicht mehr. Hast du eine Partnerin? Ja, habe ich. Ja? Was sagt die zu diesem doch eher ungewöhnlichen Tick? Da muss ich dir eine kleine Story erzählen. Bitte. Also das fing vor sehr vielen Jahren an. Sie hatte bei sich zu Hause auf dem Dachboden. Da war an so einem Holzbalken so eine dicke, fette Eisspinne, ne? Ja. Und die sie hat dann angefangen, die Stubenfliegen zu fangen und hat die Spinne gefüttert, ne? Oh. Und ich bekam also Mitleid mit diesem mit dem kleinen Insekt, ne? Hast du gar die Stubenfliege schreien hören? Wie sie Nein, sie hat die an den Läufen genommen und dann in das Netz rein. Oh, das ist natürlich schlimm. Dann zappeln die da rum und richtig, und dann kommt die Spinne natürlich angesaust und das war's dann, ne? Und frisst sie auf bei lebendigem Leib. Das hat dir nicht gefallen? Nein, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also ich bekam Mitleid und ich interessierte mich zunehmend da. Ach, so fing es an. Ja, also ich habe die Viecher früher auch totgeschlagen, ne? Ja. Heute mache ich das absolut nicht mehr. Also ich beobachte die, ich finde die Verhaltensweisen unheimlich interessant. Ich will dir mal sagen, das ist ja auch ein interessantes Insekt.
Vor einiger Zeit, nee, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube, vor 2, 3 Jahren gab es mal im ZDF einen irre interessanten Dokumentationsfilm über die Spiele. Ich habe den mitgeschnitten. Ja, der ist irre. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Das ist schon ein sehr interessantes Tier. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sich dafür interessiert. Aber ein bisschen verrückt ist ja, wenn du sagst, ich habe eine telepathische Verbindung mit der Stubenfliege. Ich glaube, da werden jetzt viele Leute vor den Fernsehern und von den Radiogeräten denken, was ist denn mit diesem Martin los? Also es gibt tatsächlich übersinnliche Dinge, für die eben manche Leute keinen Sinn haben. Ah ja. Und du meinst, die Stubenfliege ist auch Überträgerin da. Glaubst du, dass sie eine Seele hat, die Fliege? Also es ist ein Lebewesen, alle Male. Glaubst du, dass sie klug ist? Sie besitzt eine gewisse Intelligenz, ja. Alle Male. Glaubst du, dass die lustiges Thema, ne? Glaubst du, dass die Stubenfliege Gefühle hat? Also Empfindungen hat? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich Beispiel, ich liege hier im Bett, ich bin morgens noch am Schlafen. Ja. Dann kommt morgens so eine zarte Anfrage, ne? So ein Gebrummer am Ohr, ne? Mhm. Dann werde ich mit den Vorderläufen angetippt und das Tierchen steckt dann ab, na, ist er schon wach oder ist er nicht wach, ne? Ja. Ich habe den schon losgeflucht, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Ja. Ne? Also ja, ein hochsensibles Tierchen, was sich seine Gedanken macht und das Herrchen irgendwie aufweckt oder fragt, na, ist es schon wach oder ist es noch nicht wach? Ja, so. Also da geht schon viel vor. Richtig. Ja, kurios, Martin, was du mir da erzählst. Ich hoffe, deine Freundin nimmt das alles auch noch gelassen hin mit Toleranz und nicht, dass sie irgendwann denkt, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Also sie pflegt die gleiche Passion. Ach so, sie füttert sie jetzt nicht mehr an die Spinnen, sondern ihr beiden habt Spaß mit den Fliegen. Ist richtig. Ja, ist doch wunderbar. Alles im coolen Bereich. So soll es bleiben. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, Domherr. Nina, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Nina. Ich bin verliebt. So. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich bin. Ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich es mir vielleicht auch nur einrede. Es ist so, dass ich alleinerziehend bin, lange alleine war, viele Enttäuschungen früher hatte und ich diesenjenigen halt auch schon 8 Jahre lang kenne. 8 Jahre. Mhm. Er war damals sehr begeistert von mir und wollte auch schon mal was von mir. Und ich war etwas abgeneigt, da er ein paar Zentimeter kleiner ist wie ich und ich eigentlich recht groß mit 1,78 bin. Mhm. Und eigentlich auch immer eher größere Männer. Seit wann bist du verliebt in ihn? Also wir waren unheimlich lange nicht mehr in Kontakt. Ja. Und jetzt hat er sich vor ein paar Wochen gemeldet und dann haben wir uns vorletzte Woche Sonntag zum ersten Mal wieder getroffen und von da an halt jeden Tag etwas mehr. Ja, aber das ist doch wunderbar. Eigentlich schon. Ne, das heißt, das kann man jetzt, obwohl ihr euch sehr lange kennt, aber es gab ja eine Zäsur dazwischen, ihr könnt das ja jetzt ganz allmählich neu aufbauen. Ne, anderthalb Wochen ist ja noch nicht viel. Ja. Hast du den Eindruck, dass er sich auch sehr für dich interessiert? Jetzt? Er interessiert sich für mich, ja. Aber er ist selbst sehr vorsichtig und ich bin das halt auch. Und ich bin halt auch unheimlich zurückhaltend in letzter Zeit, weil ich Angst habe, dann irgendwie was zu investieren, also Gefühle zu investieren und ich hinterher halt enttäuscht bin. Also mir ging es eine Zeit lang total schlecht. Natürlich muss man immer ein gewisses Risiko eingehen, wenn man, ne, und man muss das auch, muss auch damit rechnen, es könnte auch schief gehen. Wenn man das Risiko nicht eingeht, bleibt man immer alleine. Ganz klar. Ist er Single? Ja, auch lange. Auch eine gute Voraussetzung. Ja. Er wohnt jetzt, also nicht weit weg von dir? Nein. Er ist doch wunderbar. Jetzt nimm dir einfach vor, es ist jetzt Frühling, es ist wunderbar. Sieh einfach, dass ihr die nächsten Wochen, kann man so sagen, dass ihr einfach euch oft seht, geht aus, wenn es irgendwie geht, oder trefft euch, macht was Schönes miteinander und beschnupper ihn und du wirst sehen, ob er dich auch beschnuppert. Mhm. Und lass es einfach mal auf dich zukommen. Ach, okay. Ich finde es jetzt noch zu frisch. Ich würde es jetzt auch noch nicht sagen. Ja. Das ist noch zu früh. Ja. Mach es ein bisschen spannender. Es ist auch interessanter für dich. Mhm. Auch schön, wenn du vielleicht so eine Rückmeldung kriegst und daraus interpretieren kannst, oh, der ist auch interessiert. Mhm. Lass es ruhig jetzt angehen und riskiere es, dass es vielleicht auch nicht funktioniert. Alles klar. Nina, in diesem Sinne. Und toi, toi, toi. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Gudrun Hausen. Nochmal unser Thema morgen. Das Thema heißt verhängnisvolle Begegnungen.
Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen, wie immer, unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Um 1 geht die Sendung los, wie immer, hier im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen. Es ist 2 Uhr, vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. In Berlin beginnt heute die dritte internationale Konferenz zur Zukunft Afghanistans.